Jeder von uns kennt Amazon, aber wusstet ihr, dass es auf Amazon richtig weirde Fortnite-Produkte gibt? Nein, wusstet ihr nicht? Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, denn im Video heute werden wir die weirdesten Fortnite-Amazon-Produkte testen. Fangen wir an mit Produkt Nummer 1. So, let's go. Ich sag ehrlich, ne? Ohne Messer krieg ich das nicht auf. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan mehr, was bestellt wurde. Du weißt es, ne? So lange her. Produkt Nummer 1. Was ist das denn? Ist das Socken? Das ist ein Portemonnaie, ne? Ja. Oh mein Gott. Das sind zwei Sachen. Es sind zwei. Das hier auch? Ja. Oh mein Gott. Das ultimativ inoffizielle Witzebuch für Battle Royale Fans. Epischer Sieg. Ich lese daraus gleich vor. Aber ganz kurz davor das Portemonnaie testen. Okay. Vorder- und Rückseite. Ich glaube, ehrlich, das könnte man eigentlich benutzen. Das wäre voll geil. Du bist so Edeka, holst du dein Portemonnaie raus und hast du so Fortnite, guckst du nach deinem Scheinchen so und dann. Holst du was raus, V-Bucks? Ja, dann holst du V-Bucks aus. Ich zahle mit 800 V-Bucks, danke. Kuss, Bro. Ich überlege echt auf unironisch, das hier zu nutzen. Jetzt, meine Damen und Herren, macht euch gespannt für die besten Witze. Du weißt, du bist ein echter Fortnite-Fan, wenn du diese Karte besser kennst als deine eigene Stadt. Hä? Wo ist ein Joke? Ist halt so tot, ne? Yo. Dass die Voice gafft. Fortnite-Spieler um 7 Uhr aufstehen. Weil um was? 8 die Läden schließen. Kennst du das? Dieser Moment, wenn du in Fortnite Battle Royale endlich gewonnen hast und du nicht weißt, was du jetzt mit deinem Leben anstellen sollst? Die echte Fortnite-Fans Silvester verbringen. 23.58 Uhr Fortnite spielen. 23.59 Uhr Fortnite spielen. 0 Uhr Wunderkerze anzünden und Fortnite spielen. 0 Uhr 1 Fortnite spielen. Dieses Witzebuch ist wirklich geil. Es ist, wie man einen Fortnite-Spieler aus der Fassung bringt. Du Blödmann. Keine Reaktion. Du Vollpfosten. Keine Reaktion. Du Idiot. Du Nichtskönner. Du Dummkopf. Du Noob. Boah, ist das kacke. Ehrlich, es ist so kacke, ne? Wo bestellt man diese Das Buch ist wirklich bodenlos. Das sollte zu den gebannten Amazon-Fortnite-Produkten eigentlich gehören. Nächstes Produkt. Oh nein. Bro, es ist weich. Weich ist nie gut. Hart ist besser. Oh mein Gott. Fortnite. Muss ich anziehen? Boah, ich krieg danach so einen Ausschlag, ne? Fortnite Victory Royale, Fortnite Injustice, alright, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Nein, wir haben gar keine Bewertungen gegeben. Brauchen wir Bewertung? 10 von 10, die anderen auch. Weil wir ja gerade beim Thema Outfit sind, ne? Na, ist das wieder was? Au, das hat weh. Ich glaub, Bro. Das steht hier besser. Digga, ehrlich? Ey, Mann, er nimmt mir wirklich mein letztes Stück Würde, ne? Oh, ich krieg's. Bro, Pien, guck mal, es ist ganz offen, ich krieg's nicht auf den Kopf. Ich krieg's nicht auf den Kopf, es ist ganz offen. Mein Kopf ist einfach zu groß. Ich muss ganz kurz wissen, sieht es gut aus? Fortnite, ach, Digga, okay, mal weiter mit dem nächsten Produkt. Mini-Paluten, guck mal, das ist für dich, hast du meine Cap. Nächstes Produkt, bitte. Ey, ich sag ehrlich, mir ist halt todeswarm. Falls ihr, by the way, noch mehr von solchen Videos sehen wollt, ne, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal und verwendet gerne den Creator-Code Maxify in den Item-Shop, ne? Denkt dran, wir sind alles Freunde. Dann haben wir das jetzt geklärt. Danke, by the way, an wirklich jeden Supporter. Kuss, 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 ihr seid die Besten. Wir machen die Videos nur für euch. Ha! Oh, wait a minute. Hold up. Yo! Wer ist er? Das ist cool. Was ist das? Was steht da? Da ist irgendwie ein Loch. Geil. Okay, wir packen das ganz kurz mal aus. Du hältst meiner Muskelkraft eh nicht nach, großer. Oh. Alles gut, schnell mal raus. Alter, Digga, welches Kind soll denn das aufkriegen? Stopp! Ihr dürft nur weiter, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist kacke. Also wenn ich so Videos mache, dann fühle ich mich manchmal wirklich, als wäre ich so 8 oder so. Ich glaube, so sehe ich auch gerade aus, oder? Es gibt bestimmt einen richtigen Weg. Aber den richtigen Weg, den nutzen wir nicht. Denn wir kriegen unseren Victory Royale nur mit Cheaten. Nee, keine Ahnung. Mal gucken, machen wir das ganze Ding mal an. Es gibt hier den On- und Try-Me-Modus. Wir machen On. Okay, Fernbedienung ist an. Ja, Bro, die Reifen funktionieren halt irgendwie.
Hä, warum funktioniert die nicht? Sind die Batterien leer? Batterien tauschen. Oh. So, jetzt kriegt er hoffentlich gut Saft. So, mein Bester. Jetzt gib Gas. Ja, er fährt. Es lag nur dem. Woohoo, Baby. Du sagst Stopp. Für mich gibt es hier keinen Stopp, Großer. Das ist dein Ende. Das ist witzig. Ja. Let's go. Scheiße, das war cool. Oh, habe ich eine Batterie verloren? Oh, ich habe alle verloren. Alle Batterien, scheiße. Yeet, yeet. Alright, lass ganz kurz mal in der Wohnung rumfahren. Ich vermisse den anderen aber. Also ich sage ehrlich, den anderen, den wir mal hatten, der war 100.000 Mal schneller. Aber ich teste jetzt den auf sein maximales Limit. Let's go. Bereit? Go. Der geht aber auch gut. Au, sorry. Los, Pien, lauf. Lauf, Pien. Komm, wir fahren wieder ins Zimmer. Yo. Weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen mal rausgehen zu dieser Rennstrecke. Wir haben ja so eine Rennstrecke in der Nähe. Aber da gehen wir später nochmal hin. Geil. Nächstes Produkt. Oha. Ich dachte, das ist voll schwer jetzt. Aber es ist doch ziemlich leicht. Und es ist... Es ist... Was ist das? Damn. Nee. Zieh ich nicht an. Ja gut, habe ich gesagt, ich ziehe das nicht an. Sieht's gut aus? Nee, ne? Nee. Bitte mach Fortnite-Tanz. Ja, Bro, das sagst du einfach mit einem Tisch vor mir. Okay, pass auf, stell dir vor. Szenario. Szenario, ich shitte dich mit Double Pump in Fortnite. Auch wenn es nicht mehr gibt. Nee, ne? Hey, ich weiß ja nicht, wie ich aussehe, aber ich nicht gut. Gar nicht gut. So scheiße? Bro, ich sehe es aus, als würde ich gleich eine Bank ausrauben. Aber so auf... Ach, ja, okay, machen wir ohne das. Auf Roblox vielleicht. Ja, eine Roblox-Bank. Von Fortnite. Okay, nächstes Produkt, let's go. Ein Skytrooper braucht natürlich auch... Yo! Sniper! Einfach die Bolt-Sniper, Junge. Eigentlich mal was Geiles. Ist das ein, das ist ein Nerf, ne? Boah, 100 pro voll viele von euch wollen die jetzt gerade haben, sagt ehrlich. Bam. Ui. Ja, okay, jetzt wird gebastelt, Großer. Also wenn du so überlegst, kann das auch ein Jagdgewehr sein, ne? Ja, jetzt gerade ein Jagdgewehr, komplett. Geil. Getting hot in here, man. Echt viele, Digga. Ich glaube, die glauben nicht an dein Aim. Wer glaubt nicht an mein Aim? Die, sonst würden die dir nicht so viel Munition geben. Ich weiß, wer so viele Kugeln braucht. Fix? Ja. Fix braucht so viel. Ja. Weil Fix denkt immer, er kann snipen, aber Fix, du kannst nicht snipen. Du kannst das nicht. Großer, guck dir diesen Jungen hier an. Ich kann snipen, Bro. Skytrooper for the win. Was für Renegade Raider? Wo denn? Ich sehe dich nicht. Okay. So. Geil, geil. Okay, warte, pass auf. Ich muss irgendwo hinschießen. Okay, unser Ziel ist, Mini-Paluten zu treffen. Ah, tut mir leid, Palle, ne? Mal besser, aber muss auch mal sein. Oh, ey, man kann sogar durchgucken. Wo ging's hin? Hat getroffen, ne? Weiß ich nicht. Das war's, Headshot. Oh! Yeah! Okay, ich mach 360. Und ich hatte die Waffe falsch rum sogar. Bereit? Ich kann Face join, glaube ich, oder? Okay, gehen wir rüber zum nächsten Produkt. Aua! Okay, nächstes Produkt. Aber ganz kurz, ich muss mich umziehen, kurz, das ist zu warm. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Also wir hatten bis jetzt echt ganz coole Produkte. Wir haben hier einmal Trading Cards. Oh mein Gott! Trimax Waffe! Wie cool! Kommt da Wasser rein? Ja. Oh, geil! Okay, die testen wir gleich. So, jetzt noch hier Trading Cards. Ein komplettes. Einfach eine Tupperdose. Einfach eine Tupperdose mit Trading Cards. Oh mein Gott. Bro, wie viele. Digga, wie viele Booster-Dinger das sind. Sogar Trimax höchstpersönlich. Moin Leute, Trimax hier. Einen Booster mache ich auf. Eins muss ich aufmachen. Seid ihr gespannt? Wir haben hier einmal. Keine Ahnung, wie der Scan heißt.
Dann haben wir, keine Ahnung, wie der Skin heißt. Pass auf, jetzt als nächstes. Ich weiß auch nicht, wie der hier heißt. Aber ich habe hier P1000 Pili-Maschine. Keine Ahnung, wie die heißt. Doch, was? Wow! Die Karte wird dir gefallen. Holo Lebkuchen auf dem Surfbrett. Yo! Yo, das ist cool. Damn. Dann habe ich hier nochmal. Oh, die ist auch Holo. Die ist aber geileres Holo. Die hat dieses. Die ist cool, die Karte. Ich meine auch eins auf. Komm. Das erinnert mich halt an die alten Yu-Gi-Oh!-Zeiten. Ich wette, die kennt ihr nicht mal. Riechen die noch so? Nee, ne? Edgy, schon ein bisschen. Bin ich dumm? Oha, oha, ja. Das ist einfach Kindheit, die ich rieche. Ich rieche einfach Kindheit. Okay, wir haben hier einmal The Odium Queen. Dann als nächstes, diesen Brick kennt. Den Brick kennt ihr alle. Fallen Love Ranger. Bogusch. Bogusch. Dann haben wir Air Force. Danach haben wir. Den Brick. Moisty irgendwas. Dann haben wir. Remedy. Sie. Avatar. Die waren kacke. Kann man auch mal eins auf. Was ist dein Job so? Naja, ich öffne halt gerne meine Freizeit Fortnite-Karten. Booster-Karten. Ich muss Fortnite-Karten öffnen. So. Ich muss den Typen finden, der Fortnite-Karten öffnet. Okay, auf Schnelldurchlauf jetzt alle anderen Karten, die ich habe. Wir haben die hier. Zack. Du siehst, okay, ja. Ich sehe gar keine, nichts von den Karten. Ich sehe immer eine Rückseite. Ja, ja. Miau, miau. Affe. Fischer. Weiß nicht. Oh, komm schon, wir brauchen irgendwas krasses. Irgendwas, was so richtig viel Geld wert ist. Dann verkaufen wir die Karten und holen uns V-Bucks davon. Und holen uns richtige Skins. Oh, die sind nicht so gut, oder? Komm schon, gönn noch einmal, bitte. Gold ist gewollt, bitte. Gold ist gewollt. Oh nein. Oh, auch nicht so. Obwohl, der Skin ist eigentlich ganz cool, oder? Chaos Agent. Boah. Ja. Oh, die fühlt sich gut an. Das ist eine Holo-Karte, ne? Oh, doch. Na, ist geil, oder? Die Werwolf. Der Werwolf. Geil, geil. Die ist cool. Oh, noch eine, ne? Damn, Spray. Ja, und dann gehen wir weiter in die nächste. Yo, Shiny. Shiny, hab ich zwei rum? Ne, die ist richtig. Und jetzt die letzte besondere Karte, die auch unsere Transition wird. Das wird ein schwarzes Loch, Mann. Oh mein Gott. So, und den Fisch haben wir natürlich auch noch. Die Wasserpistole, die Fischwasserpistole. Sicher, soll da die ganze Hand eigentlich rein? Okay, bist du bereit? Ja. Yeah. Wow, die spritzt aber weit. Wie findet ihr eigentlich meine Terrasse? Die hat sehr viel Unkraut und so, ne? Die sieht gut aus. Ich gieße jetzt das ganze Unkraut. Boah, ja. Was denn? Ja, das, ja. Ja, ist eine coole Wasserpistole, ja. Wir gehen weiter zum nächsten Produkt. Cool. Yo! Bro, das ist riesig. Gib her. Was ist da drin? Ist da noch ein Sniper drin? Nein. Oder ist krasser. Okay, und es ist. Es ist einfach. Ist das die Pump? Ja. Bro, die ist riesig, Alter. Die ist größer als die Sniper gefühlt. Die war safe teuer, ne? Jo, einfach die Pump-Shotgun. Ist das krass? Ich sag ehrlich, Nerf-Gun, ihr müsst mich mal sponsern. Ich habe so viele Nerf-Produkte von euch. Bro, hä? Brauche ich Nerf-Gun? Kommt schon, wir machen ein cooles Video zusammen. Jetzt haben wir. Digga, das sind richtig. Vergleich die mal mit normalen. Das ist krass. Die können richtig Damage verursachen. Das ist wirklich, das ist ein 200er Pump, wenn ich jemanden treffe. Ich glaube, so ist richtig. Mini-Paluten! Ich hoffe, es funktioniert. Mini-Paluten! Mini-Paluten 3.0! Das kam gerade sehr enttäuschend. Ich versuch's nochmal. Also die ist halt bis jetzt nicht die heftig. Also die andere hat auf jeden Fall mehr Wucht. Und das Reload dauert auch ein bisschen länger. Wenn du jetzt überlegst, du bist gerade in so richtig crazy Nerf Gun Battle drin und dann musst du halt so lange nachladen, dann bist du so, yo, pass auf, Mann, ich schieß mit meiner Shotgun. Pow. Oh, sorry. Auf einmal hast du Druck. Okay, jetzt hast du Druck. Sorry. Aber ich sag ehrlich, ich finde die Sniper obviously, weil ich auch Maxi bin, ne? Ich finde die Sniper halt so viel geiler, ne? Du kannst auch viel schneller irgendwie jemanden snipen. Du kannst aber schneller schießen mit der Sniper als mit der Shotgun. Das ist halt irgendwie weird. Was denn, Großer? Kann ich dir gegen den Kopf schießen? Nicht. Nächstes Produkt. Okay, was ist das hier? Ich glaube, es ist wieder ein Nerf. Echt jetzt? Schon wieder Nerf? Nerf, denk dran, sponsert mich. Okay, ich bin gespannt, was da jetzt drin ist. Hä, hey, was ist das denn?
Oh, das ist die P90. Ist das krass. Ist das krass, die P90 einfach. Die sieht cool aus. Die sieht auch teurer aus. Ich habe aber keinen Plan, wie teuer die ist. Ich habe da keinen Piece mehr, ne? Das ist alles. Nicht runterfallen. Das ist cool. Okay, wir reloaden den Bre. Und ich verliere einen. Und das fällt runter. Alter, wie viel passen da rein? Kannst du vielleicht mal offen bleiben? Noch mehr? Du hast richtig Hunger, ne? Ich kenne das, habe ich auch. Okay, jetzt ist die Frage. Ich glaube, man muss das irgendwie aufladen. Oder keine Anleitung. Ich bin maximal verwirrt. Also ich bin mir sicher, da müssen wahrscheinlich Batterien rein. Ich brauche 4 Batterien. Ich glaube, die Nerf hier gerade. Ich glaube, das ist die beste. Die P90 ist, glaube ich, am geilsten, weil mit Batterien ist immer gut. Wir hatten das im letzten Video auch gehabt mit der AM4, glaube ich, oder so. Da hatten wir auch Batterien. Die gingen ab, die hat richtig geknurrt, ey. Das ist ein Motor. Ja, ehrlich, mit den ganzen, mit Ivy, Johnson, wirklich. Also so ein Nerf-Turnier mit den ganzen Fortnite-Creatern wäre doch ganz geil, oder? Jeder kriegt so seine eigene Nerf-Gun. Die sind so auf so einer Fortnite-ähnlichen Map und machen das einfach in Real Life nach. Wollt ihr das sehen? Ja, ne? Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Alright, wir haben eine weitere Nerf-Gun. Jetzt Mini-Paluten. Spaß. Es tut mir leid, ich habe kein anderes Ziel richtig da gerade. Außerdem hält das Mini-Paluten ja eh aus, deswegen. Der Motor geht ab. Bereit? Ich halte direkt durch. Bop, 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 bop. Oh mein Gott, die ist geil, die ist geil. Die ist sehr cool. Aber wie schnell die alle weggehen, das war krass. Ja, muss ich jetzt gleich wieder einsammeln, ne? Oh, du benutzt Sniper-Munition. Geil. Gehen wir rüber zum letzten Produkt. Und das letzte Produkt ist einfach ein Fortnite AMG-Wagen. Wie krank ist das bitte? Also so fast, ne? So, also es ist halt die kleine Version davon. Ich habe nicht genug Geld für die große Version, deswegen testen wir das Ganze mal. Ja, super. So, jetzt ganz kurz. Ui, Memo. Let's go, Junge. Jungs, gib Gas hier. Woo! Wie schnell ich fahre. Kannst du mal schneller schieben hier? Was denn? Was denn, Großer? Was denn, Großer? Der Motor, der hält mich nicht ab. Was soll ich machen? Der Motor hält mich nicht aus, Bro. Ich sag ehrlich. Bro, der Wagen geht kaputt, oder? Pi fährt natürlich jetzt noch ein bisschen weiter. Natürlich. Boah, geil, Alter. Woohoo. Junge, wie schnell ich fahre. Ist das geil. What the fuck? Okay, Pi reicht. Pi reicht. Pi reicht. Der Wagen ist kaputt, oder? Pi? Ich kann nicht mehr. Ja? Was denn? Bin ich zu schwer? Willst du mir gerade sagen, dass ich zu schwer bin für das Fahrzeug? Nee, oder? Bro, ey, da guck mal, der Wagen ist halt für 2- bis 3-Jährige. Ich bin fast 30! Da steht bis zu, ich glaube. Merkst du selber, ne? Ja, ich merk's selber. Da stand halt, glaube ich, so bis zu, was war das, bis 10, 15, 25 Kilo war das Maximallimit. Das ist ein Bein von dir. Das ist ein Bein von mir. Ich wiege halt, Bro, ich wiege fast 80. Okay, ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Fortnite Amazon-Produkt. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis dann, ciao!